Abayomi geboren, um mir Freude zu geben. So nennt sich die Trommelgruppe unter der Leitung von Andreas Zeschek. Sie besteht seit 10 Jahren und die meisten der Teilnehmer sind von Anfang an dabei. Ihre Rhythmen sind angelehnt an westafrikanische Rhythmen des Volkes der Malinke. Rhythmen aus Mali, Guinea, Burkina Faso oder der Elfenbeinküste. Neben der Djembe, einer afrikanischen Kelchtrommel, die aus einem Stück Holz gefertigt und mit rasiertem Ziegenfell bespannt ist und mit den Händen gespielt wird, kommen auch die Basstrommeln zum Einsatz, die allerdings mit Kuhfell bespannt sind, da sie mit Holzschlägen gespielt werden. Die mittlere Trommel, Sangbang, ist das Herz dieser drei und somit das Wichtigste. Die größte Basstrommel, Dununba oder Dundun, ergänzt den Rhythmus mit Kraft. Die kleinste, Kenkeni, fügt noch feine Klangfarben und Kontraste hinzu. Meist besitzen die Basstrommeln, wie Sie schon gemerkt haben, noch eine Metallglocke, die nochmals eine andere Farbe in den Rhythmus bringen. Hören Sie nun Abayomi mit 2 afrikanischen Stücken, Gumbe aus West-Guinea und Abondant von der Elfenbeinküste. Viel Spaß dabei.